Willkommen in der Technik-Video-Welt. Bei uns soll es heute mal wieder ein Unboxing geben. Und zwar haben wir hier den HomePod Mini in Weiß. Ja, ihr seht schon, die Box ist recht klein und kompakt. Und wir wollen uns jetzt einmal genauer anschauen, was sich denn alles so in dieser Box verbirgt. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Nina und wir wollen jetzt einmal gemeinsam den HomePod Mini unboxen. Damit ihr das Ganze aber auch besser mitverfolgen könnt, wechseln wir dafür einmal die Location. Viel Spaß! Ja, hier haben wir also einmal unseren HomePod Mini. Ihr seht, gerade ist der noch in der Box, so wie er eben auch geliefert wird. Die Box ist aber wirklich schon sehr kompakt. Da fällt das auf jeden Fall schon auf, dass es sich eben um den HomePod Mini handelt. Ihr seht hier einmal schon außen abgebildet, hier auch der Schriftzug. Und ja, hier ist zum Öffnen keinerlei Schlaufe oder so dran, aber ihr könnt hier eigentlich auf der Rückseite, am besten nehmt ihr euch irgendwie ein kleines Messer zur Hand oder ich habe jetzt hier eine Schere, um einmal diese Folie abzulösen. Könnt ihr dann einfach einmal vorsichtig dran entlang gehen und dann solltet ihr die Folie aber problemlos lösen können. Genau, die machen wir dann jetzt natürlich einmal ab. Und dann geht es auch schon daran, die Box zu öffnen. Da könnt ihr dann hier wieder einfach so nach oben abziehen. Manchmal geht das ja ein bisschen schwerer. Aber genau, dann könnt ihr einmal die Box abnehmen. Und dann sehen wir auch schon, dass der HomePod hier direkt schon zu sehen ist. Als allererstes, den nehmen wir jetzt einmal runter. Sehen hier schon, das Kabel beim HomePod Mini fixiert. Das heißt, das könnt ihr nicht abmachen, sondern das muss dranbleiben. Also auch nicht mit zu viel Gewalt versuchen, sondern das ist fest und bleibt da dran. Den stellen wir jetzt hier mal einmal zur Seite und schauen mal, was sich noch in der Box befindet. Können wir hier einmal rausnehmen. Ja, da sehen wir, hier kommt wieder dieses kleine Booklet, das ja meistens mit den Apple-Produkten kommt. Das heißt, auch hier haben wir einmal die wichtigsten Informationen kompakt zusammengefasst. Da könnt ihr dann einmal durchblättern. Schauen wir mal, ob hier was hier noch so dabei ist. Genau, hier als letztes sehen wir nämlich, hier ist tatsächlich wieder ein Sticker dabei. Ich kriege den jetzt gerade hier schwer abgelöst, aber genau. Hier seht ihr es, ein Apple-Sticker ist diesmal auch hier mit dabei. Genau, legen wir auch das also einmal zur Seite. Und dann haben wir hier noch als letztes unten mit in der Box das dazugehörige Netzteil. Hier mit USB-C-Anschluss. Und da sehen wir auch genau, das ist hier das 20-Watt-Netzteil von Apple. Genau, das legen wir dann auch einmal zur Seite. Und ja, wenn wir uns jetzt mal den HomePod nochmal genauer angucken, dann wollen wir doch mal sehen. Genau, wir haben hier natürlich das Kabel, auch mit USB-C-Anschluss. Hier ist auch noch so eine Folie, die könnt ihr dann natürlich abnehmen. Und was natürlich aber wirklich super praktisch ist, also erstmal zu dem Kabel, das ist eben anpassbar. Also das bedeutet, das Kabel ist verformbar. Das heißt, je nachdem, wo ihr dann euren HomePod Mini letztendlich platziert, könnt ihr dann das Kabel so verlegen und auch ein bisschen biegen und eben entsprechend anpassen. Das ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Auch sonst von der Größe, also ihr seht das ja, wie ich den jetzt hier in der Hand halte, kann man das Verhältnis schon ganz gut sehen, wie klein und kompakt der HomePod Mini wirklich ist. Ich kann aber auch noch mal im Verhältnis dazu hier das iPhone 12. Da seht ihr also, das ist wirklich klein und kompakt. Ich glaube, der HomePod Mini ist um die 8,5 cm hoch circa und ja, also Apple wirbt natürlich mit einem raumfüllenden Sound und einem intelligenten Assistenten, einer super einfachen Steuerung des Smart Homes und ja, ich glaube, auf der Website kann man auch lesen, klein, aber großartig. Wir sind natürlich gespannt, inwieweit dann auch der Sound uns überzeugen wird. Ja, auf jeden Fall passt der HomePod Mini überall ins Haus. Ich meine, das ist wirklich eine Größe, die man eigentlich in jedem Regal oder auch sonst wo gut hinstellen und unterbringen kann. Der HomePod Mini arbeitet außerdem natürlich nahtlos mit
allen anderen Apple-Produkten zusammen. Also was auch immer ihr da noch zu Hause habt, egal ob iPhone, Mac, Apple TV, das könnt ihr dann alles mit eurem HomePod Mini auf jeden Fall verbinden. Und genau, wenn wir uns nochmal hier die Oberfläche ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir natürlich hier oben diese runde Fläche, die eben auch eine Touch-Oberfläche ist. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier in diesem Licht erkennen kann, aber wir haben hier Minus und Plus und hier natürlich auch die Leuchtfläche, die uns hier ja auf der Verpackung auch schon angeteasert wird. Das heißt, auf dieser Touch-Oberfläche kann eben auch mit unterschiedlichen Touch-Gesten gearbeitet werden und die Musiksteuerung kann da auch mit gelenkt werden. Dazu kommen wir dann aber nochmal in einem separaten Video. Den HomePod Mini gibt es in zwei Farben. Wir haben uns jetzt in diesem Fall hier für Weiß entschieden. Es gibt ihn aber auch noch in Space Grau oder besser gesagt diesen Dunkel-Schwarzton ja eher. Und solltet ihr natürlich sogar nicht nur einen HomePod Mini haben oder zwei, dann könnt ihr daraus auch ein Stereopaar machen. Ja, und das war es auch eigentlich erstmal schon zum HomePod Mini und dem Unboxing. Ich würde sagen, einen ersten Eindruck habt ihr hoffentlich bekommen und wir sind natürlich gespannt auf alles Weitere. Ja, was sagt ihr denn jetzt nach diesem Unboxing? Hat es euch überrascht? Habt ihr das genauso erwartet? Und wie gefällt euch der HomePod Mini? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Abonniert auch den Kanal, damit ihr immer mit dabei seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!